das Ganze so bodenständig aufbauen. Der heutige Rundgang widmet sich dem Thema Baugeschichte im Städtli Werdenberg. Wir haben euch eingeladen, die jüngsten Forschungen zur Baugeschichte im Städtli vertiefter anzuschauen. Es freut mich außerordentlich, dass so viele Personen die Gelegenheit nutzen, direkt von den Expertinnen zu profitieren und Informationen über Geschichte und Entwicklung am Ort überzukommen. Die Idee von dem Anlass ist ursprünglich vom Kuno Bond an mich hergetragen worden. Dafür möchte ich ihm nochmal herzlich danken. Er hat sich leider für heute entschuldigt und wünscht uns aber einen ganz tollen Anlass. Und er freut sich, dass der Anlass in Zusammenarbeit mit dem Schloss, mit der Gemeinde, mit den Expertinnen und mit dem Tourismus durchgeführt wird. Ganz einen besonderen Dank möchte ich aussprechen der Elfi Rohner und dem Danilo Just, weil sie stellen uns ihre Häuser zur Verfügung. Wir dürfen anschliessend in den Gruppen, wo ihr eingeteilt worden sind, ihre Häuser betreten. Dafür danken wir ganz herzlich und vielen Dank fürs Vertrauen. Dann möchte ich auch dem Team der Expertinnen und Experten danken, die hier ihr Wissen mit uns teilen möchten. Das wäre Caroline Krumm, sie ist Bauforscherin. Dann ist Karin Sander von der kantonalen Denkmalpflege St. Gallen und auch der Thomas Knegi als Leiter des Museums vom Schloss Werdenberg. Ja, wo wir das zusammen angerissen haben, haben wir gedacht, oder, von Haus zu Haus. Aber das geht natürlich nicht. Wir können nicht von Haus zu Haus. Der Titel tut vielleicht ein bisschen zu viel versprechen. Aber wir gehen dafür in zwei Häuser ganz in die Tiefe und schauen ein Haus von ganz außen an. Ich nehme die Gruppe Grün also mit mir mit. Viel Spaß! Sammeln wir uns erst einmal. Ich würde jetzt das mal sammeln. Genau. Ich mache es Ihnen jetzt so ein bisschen anstrengend. Sie müssen ein bisschen stehen im Dunkeln, im Halbdunkeln. Aber ich dachte, das ist schön für die Einführung, dass Sie mal ein bisschen runterkommen von 2024 und eintauchen mit mir ins Mittelalter. Sie dürfen auch sitzen auf den Stufen und ganz zum Schluss kommt der Hauswart und löscht das Licht. Finde ich super. Machst du dann das Licht auch aus? Und jetzt können wir schon das Licht löschen. Man hat gesagt, ich soll mich zunächst erst einmal vorstellen. Das tue ich jetzt kurz. Mein Name ist Caroline Krumm. Sie hören es gut. Ich komme eigentlich aus dem großen Kanton, bin gebürtig aus Dortmund und bin aber schon vor 40 Jahren in Süddeutschland heimisch gewesen und bin 2011 für die Erarbeitung der Region Werdenberg hier in die Schweiz gekommen. Ich bin ausgebildete Denkmalpflegerin, so kann man sagen. Ich habe meine Arbeit begonnen in Niedersachsen und bin ja nach Hessen und auch Baden-Württemberg gegangen. Und ich hatte von Anfang an, ich muss jetzt Hochdeutsch sprechen, weil das Switchen zwischen den Sprachen, das wird komisch, das las ich. Ich habe mich schon früh tatsächlich gegen die Denkmalpflege entschieden. Ich war zwar Teil der Denkmalpflege in Niedersachsen, aber ich habe gedacht, es ist nicht meine Sache, etwas zu verkaufen, was die Leute machen sollen am Haus, wenn ich das Haus nicht verstehe, wenn ich es nicht kenne, wenn ich es überhaupt nicht begreife und mir die Zeit fehlt, es zu begreifen. Ich habe tatsächlich Haus Nummer 3 jetzt ausgesucht für Sie, weil es für mich das perfekte Bild des Mittelalters ist. Ich weiß ja nicht, was Sie unter Mittelalter verstehen oder was Sie sich erwarten. Oder wenn Sie Geschichten lesen, vielleicht historische Romane, wo sind Sie da mit den Gedanken, was nehmen Sie mit ins Mittelalter? Und so habe ich gedacht, fangen wir mal an mit einer kleinen Meditation, tatsächlich nicht wirklich, aber schauen Sie sich einfach das Gemäuer über und unter mir an und überlegen Sie sich, haben Sie je ein Erdbeben miterlebt? Haben Sie je ein Erdbeben miterlebt, das ganze Landstriche ausradiert hat und Tausende von Toten gekostet hat, dann sind wir genau hier an der Zeit richtig. Ob das Städtli Werdenberg das de facto miterlebt hat, wissen wir nicht, aber die Wellen des Erdbebens haben es sicherlich auch berührt, mit welcher Konsequenz noch nicht, ist noch nicht bekannt. Und das ist passiert 1295 in Kurwalden. Da haben Sie so eine grobe Ahnung, wo wir uns hier befinden.
Das Städtli ist aber älter, 1295. Und jetzt kann ich Sie gleich mitnehmen von der kleinen Meditation in meine tägliche Arbeit. Wenn es um die Erfassung eines solchen Gebäudes oder um das Verstehen eines solchen Gebäudes geht, geht es immer um verschiedene Quellen. Zum einen, jetzt werfe ich mal so einen Spot an, geht es um dieses, da erleuchte ich Sie jetzt da oben, um ein solches Mauerwerk oder so ein großartiges Mauerwerk, das hier runtergeht. Es geht aber auch um archäologische Grabungen, die gleichzeitig hier in Städtli aktiv waren. Es geht auch um Holzproben und Mörtelanalysen. Es geht um schriftliche Quellen und historische Fotografien. All das wird während einer solchen Arbeit zusammengesucht und analysiert über, wenn es geht, Monate, nicht ganz kurz, aber es dauert Zeit. Gerade auch, wenn man die Naturwissenschaften mit hineinnimmt und dann baut sich über die Jahre vielleicht ein Bild auf. Ein Bild, das nicht fix sein muss, aber das ziemlich nah vielleicht der Vergangenheit nahe kommt. Das heißt, wir haben das Erdbeben in uns verinnerlicht und jetzt gehen wir nochmal in die Tiefe und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wären die Eigentümer von dieser Parzelle. Sie sind nach dem Erdbeben jetzt hier gelandet und Sie bauen hier. Was stand? Das Einzige, was stand, ist jetzt etwas, was nicht mehr gut erkennbar ist. Hinter der Tür dort ist die Mauer. Wir nennen sie Stadtmauer. Ob es eine Stadtmauer war, sei dahingestellt. Die stand recht hoch. Aber wenn Sie nachts ganz alleine waren auf dieser Parzelle, was Sie nicht gewesen sind, aber hätten Sie das Wasser des Werdenberger Sees an die Mauer schlagen hören. Denn der See stand direkt an dieser Mauer an und hat mit dem ewigen Wasserspiel zur Versumpfung, zur Vertorfung und letztendlich zur Landbildung beigetragen. Aber am Anfang trennte sie nur diese Mauer vom Wasser. Und diese Mauer trennte sie auch von allem Übel, was vor den Toren der Stadt war, wobei es noch gar keine Stadttore gab vielleicht. Mit anderen Worten, Sie standen jetzt hier und haben überlegt, was mache ich mit dieser Parzelle? Ich könnte Ihnen auch noch nicht mehr sagen, wer Sie waren oder warum Sie hier gebaut haben. Das ist völlig offen. Wir wissen das nicht, welche Menschen hier sich zunächst niedergelassen haben. Aber wir wissen ziemlich genau, diese Mauer ist zwischen 1284 und 1304 erbaut worden, also nehmen wir die Mitte, sind wir genau im Erdbebenzeitalter 1295. Sie haben dann etwas später angefangen zu bauen, diesen Turmbau. Und Sie haben wahrscheinlich, weil Sie sich nicht wohl gefühlt haben, jetzt muss ich Sie wieder anstrahlen, dieses Mauerwerk, diesen Turm, der von hier unten, von der Treppe bis an der jungen Dame dort vorbei und auch noch über die Hölzer hinweg ging, haben sie aufgebaut. Das ist nur eine Mauerecke. Sie sehen die oben stehenden sehen den Gewölbegang noch bis hinten zur Tür. Die unteren sehen auch den Gewölbegang. Das ist eine kleine Mauerecke von einem Turm, der circa 5x5 Meter groß war. Und Sie sehen oben eine Tür und Sie sehen unten eine Tür. Und das ist genau das, was die alte Burg Werdenberg ja auch hatte. Es war ein Burgturm, ein steinerner Burgturm und es hatte vor allen Dingen oben eine Tür. Das heißt unten notfalls zum Aufgeben und oben dann der höher gelegene Eingang für den Fall, dass ein Unheil passiert, dass man sich zurückziehen kann. Das suggeriert aber gleich schon, dass ich wüsste, es handelt sich hier um einen Turm zum Wohnen. Das wissen wir nicht tatsächlich, wissen wir es gar nicht. Als Herr Just, der Eigentümer, hier vor einigen Jahren einen Boden geöffnet hat, kamen ganz eng gelegene Balken heraus, sehr eng, und Holz gehörte ihnen aber nicht. Sie waren überhaupt ein Niemand, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich gehörten sie der Herrschaft. Das heißt, wenn jemand Holz verbauen wollte, musste er anfragen, es musste organisiert werden, es musste herrschaftlich genehmigt werden und so weiter. Und hier sind eng gelegene Hölzer verbraucht worden. Das ist ungewöhnlich. Es zeichnet diesen Turm als was Besonderes aus und sagt vielleicht auch, hier wurde gelagert. Vielleicht wurde hier auch nur gelagert.
All diese Dinge wissen wir nicht. Wie ging der Turm weiter? Auch das ist eine gute Frage. Also die Mauer, nennen wir sie Stadtmauer, war vielleicht 8 Meter hoch. Der Turm wird drüber geschaut haben, auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass er mindestens noch 1 oder 2 Geschosse hatte. Vielleicht noch eines in Massiv, vielleicht aber auch nicht. Und sonst der Oberbau in Holz. Als Bodenständerbau, das sagt Ihnen was. Die ganze Städte ist in Bodenständerbauweise errichtet worden. So denke ich mir das. Und wenn Sie rüberschauen, was hat der Hausherr wohl vor Augen gehabt, hier auf der Parzelle, da war vielleicht gar nichts. Vielleicht war der Hof, vielleicht war es auch frei. Hier stand zur Bauzeit wahrscheinlich ein ruinöses Gebäude, das 1270 abgebrannt ist und jetzt noch im Haus Nummer 4 Teil des Gebäudes ist. Aber nicht mehr wirklich sichtbar. Aber es muss ein mordsmäßiges Gebäude gewesen sein. Die Stadt etwas zurückversetzt hinter dieser Bohlenständerwand und hat aber vielleicht das Erdbeben auch nicht bestanden, ist abgebrannt und lag als Versturz dort rum. Das heißt, sie waren eigentlich um die Zeit recht alleine im Städtli. Es waren viele Flächen offen. Aber es hatte einen Nachbarn, sogar 2 Nachbarn, das war Städtli 1 und das waren Städtli 2. Beide sind Turmbauten. Und Städtli 2 hat ziemlich parallel zu ihnen auch gebaut. Und zwar ziemlich identisch, muss man sagen. Auch ein Turmbau mit einem hochliegenden Kellerhals und unten einen hochliegenden Hocheingang und darunter den Kellerhals mit dem Kellerzugang. Und Haus Nummer 1 war noch sehr viel älter, wahrscheinlich schon ein Burgmannhof des Hochmittelalters. Wenn man sich sonst so umschaut, wird es dann eher ein bisschen leerer im Städtli. Sie hat nicht ganz viel Nachbarschaft, aber das änderte sich dann. Haben Sie den Turm genossen? Haben Sie ihn wahrgenommen? Soll ich Ihnen nochmal den bestrahlen? Sie können ja hinter nochmal die letzten 5 Minuten raufgehen in den oberen Gang. Dem Hausherrn wird das unheimlich gewesen sein, am Wasser zu bauen, denke ich mir zumindest, oder? Aber wir sitzen hier auf dem Werdenberg, auf dem Werten, auf dem wertvollen Berg. Der hat eine gute Reberde, sagen wir mal, für spätere Zeiten und besteht aus einem fürchterlichen Gestein, das ist ein Kalksandstein, der heißt Garschella. Und der ist so knochenhart, dass selbst als ein neues Gebäude hier errichtet wurde im Jahre 1989, hat man dann irgendwann gesagt, wir lassen das mit dem Keller weiter vergrößern. Man kommt in das Gestein einfach nicht rein. Also schwer. Wie die Leute das um 1300 in diesem Bauwerk jetzt geschafft haben, ich kann es Ihnen tatsächlich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es verleitete vielleicht den Eigentümer dazu, zu sagen, gut, gehe ich da, wo es halbwegs eben ist, hier hinten hin zur Mauer, ich mache mal wieder ein bisschen Licht. Und diese Rippe, dieser Anstieg, wo Sie stehen tatsächlich, das ist noch der originale, also mehr oder weniger originale anstehende Garschellerboden. Den baut keiner so richtig gerne freiwillig ab tatsächlich. Irgendwann, und wir wissen immer noch nicht, wer sie waren als Eigentümer damals, hat dann gesagt, das ist zu klein. Das langt jetzt nicht mehr für den Turmbau. Es ist eine sehr mittelalterliche Form. Historische Fotos sind wahnsinnig wichtig, weil sie zeigen, wie das Mauerwerk vor dem Verputz ausgesehen hat. Und man sieht, dass die Wand uralt ist und an den Turm dran gesetzt worden ist. Und weil wir spätere Daten wissen, fiel mir nichts anderes ein, als zu sagen, wann fängt man an? Man zieht ein, um 1300 baut man irgendwie 1305, das wird wohl so 1325 gewesen sein, oder? So eine Generation später wurde dieser Bau mit diesem Kellerabgang angesetzt. Für was, wissen wir nicht. Und er war auch hoch. Sie sehen ja, dass es über ihnen noch weit hoch geht. Eine enorme Bauaufgabe für einen Privaten. Und dann passierte etwas, was wir auch nicht so richtig verstehen, weil noch, das werden Sie noch an anderen Stellen hören, war die Burg noch nicht so richtig in Betrieb. Die war zwar gebaut und die gehörte auch irgendjemandem, aber den Leuten, die sie gehört haben, die lebten und amteten ganz woanders.
Das heißt, die Burg-Werdenberg stand eigentlich urlange leer. Immer mal kam jemand, hatte mal ein Siegel und so weiter draufgesetzt. Aber eigentlich war ja nicht wirklich viel los, oder? Und es mussten auch keine Menschen da sein, um die Burg zu unterhalten. Aber um diese Zeit setzte doch so etwas wie eine Verstädterung ein. Und diese Verstädterung äußerte sich so, dass jemand nicht angeläutet hat wie jetzt, sondern an die Tür geklopft und hat gesagt, also die Tür gab es damals noch nicht, und hat gesagt, Sie, Ihr Vorbau ist viel zu groß. Wir planen jetzt da oben eine Straße und einen Fußweg parallel und Ihr Vorbau ist viel zu lang. Wir haben gar keinen Gehweg mehr, wir können die Lauben nicht bauen. So stelle ich es mir vor. Und so, wenn Sie hinten noch Zeit haben, können Sie hier unten, ich gucke auf die Uhr, noch mal schnell reinschauen und auch gucken, 26, 12, Viertelstunde, schon um, wurde er tatsächlich, also oder diese Institution, die hier war, wir wissen es ja nicht, angehalten, diesen monströsen Bau, von dem wir nicht wissen, wie hoch der noch weiterging, teilweise abzubrechen und auf eine Bauflucht zurückzusetzen. Und das ging nicht nur ihm so, sondern das ging auch dem Nachbarn so. Auch der musste seine steinerne Front späterhin abbrechen und hölzern, sagen wir mal, überbauen. Das heißt, es wurde so um 1350, auch These von mir, ich habe dann gedacht, wir haben das Datum 1300, wir haben das Datum 1380 und dazwischen finden gravierende Bauschritte statt. Und dann verteilt man die so in einer Generation, 20, 25 Jahre. Das heißt, um 1350 gab es hier schon so etwas wie eine stadtnerische Verwaltung, so etwas wie ein Liniennetz, so eine Planung, wie es weitergeht in der Zukunft. Es gab wohl mehr Leute, ein bisschen Platzenge, aber die Burg war nach wie vor noch nicht Residenzort, das muss man einfach so sagen. Also wie das Städtli hier eigentlich funktioniert hat, nach wie vor offen. Und jetzt habe ich schon ein Datum gesagt, das ist 1380. Da das Datum trifft man im Städtli x-mal. 1379, 80 ist wie ein Bauboom, da geht's los. Da passiert es an allen Ecken und Enden. Und genau da entscheidet sich jetzt der Hausherr von dem abgebrannten Gebäude hier, ach, jetzt stelle ich mir auch mein Haus an die Stadtmauer ran. Wir wissen das durch die Dendrodaten, durch die Holzdatierungen, die wir genommen haben in den wesentlichen Gebälkern, wie die Abläufe im Wesentlichen vonstatten gegangen sind. Das heißt, in dem Moment 1380, das war auch drüben auf der Nummer 2 das Datum, passierte etwas, was heißt, wir leben auf Parzellen. Und das sind die Parzellen, die wir heute noch haben. Im Wesentlichen, die wurden noch nachher noch ein bisschen unterteilt, aber eigentlich stammt die spätestens von 1380, sind die Parzellierung der Städtlis Werdenberg, sind damals entstanden. Und dann hat sich der Hausherr gesagt, ja, das ist ja jetzt eigentlich nicht schlecht, oder? So 1380 hat er gebaut und die unteren sehen das hier, die bei den oberen strahle ich das gleich an. Und er hat gedacht, ah, jetzt mache ich mir hier meine Gewölbe drüber. Erst hat er da hinten angefangen, erst mal ein bisschen gepuzzelt und dann hat er das noch verlängert. Und dann oben den Hocheingang, ne, Sie sehen das auch da oben, dass der Bogen so komisch auf die Mauerecke aufgesetzt wurde. Er nutzt das Mauerwerk von der 4, um seine Gewölbe aufzubauen. Und das ist jetzt schon fast Luxus. Denn zuvor denke ich mir, und es war bis 1960 tatsächlich der Fall, waren hier, und zwar wo wir sitzen, da gab es eben keine Treppe, die ist eben extra für den Komfort gemauert worden, waren Leitern und sehr steile, umhauste Leitern aufgestellt, um ganz nach oben zu kommen. Oder? Das heißt, dieser Gewölbegang wird recht schnell über das erschlossen worden sein, so ziemlich, wo Sie hier stehen. Aber jetzt gehe ich nach oben und verlasse jetzt die untere Sitzreihe. Hier sieht man eben diese Ecke, oder? Das ist, also wir gucken uns auch die Mörtel an. Wir schauen genau drauf, was haben wir für Mörtel, in welcher Mauerschicht. Und wenn es geht, datieren wir die Mörtel. Das heißt, wir suchen auch nach organischen Einschlüssen und die gehen dann an die ETH und werden auf radioaktive Einschlüsse, sagen wir, untersucht und darüber datiert. Das ging in Städtli-Drü recht gut.
Das heißt, diese ganze Sache fußt jetzt auf dem Eigentümer von Nummer 4, der sein Haus zuvor durch Brand verloren hat. Und das war, und das dürfen wir leider nicht so richtig drauf, das müssen Sie mir jetzt glauben, unten wäre jetzt die Zeichnung, die behole ich Ihnen gleich nochmal. Das war für ihn gefundenes Fressen, um hier drauf jetzt ein drittes steinernes Geschoss über die ganze Parzellengrenze drüber zu legen. Das heißt, jeder im Städtli macht sich so ein bisschen breit und nutzt den Auflager des einen für sich, für den Bogen des anderen. Das nimmt hier im Städtli zum Teil abenteuerliche Formen an. Wirklich, dass, wenn Sie ein Haus durchschneiden würden, Sie würden wahrscheinlich verschiedene Eigentümer durchschneiden, weil oben und unten gehörten zu verschiedenen Parzellen. Das ist die Raumenge des Spätmittelalters. Als Sie hier angefangen haben, an der Stadtmauer zu bauen, hatten Sie ja noch Luft und Raum und hatten Bewegung. Aber um 1370, 80 war das fertig. Und das wurde ab 1400 nochmal extrem. So extrem, dass Brandgefahr auch stieg. Die Gesetze auch, oder sagen wir mal, die wenigen Sätze vielleicht auch, die wir haben, sagen, es wird wirklich zu eng, es ist viel Staatner, es ist viel Bürger, Feuer, Obacht und all diese Dinge in diesen 100 Jahren letztendlich. Warum? Auch wieder nicht ganz klar, weil die Werdenberger, die dort das Schloss besaßen, saßen immer noch nicht hier. Die waren immer noch nicht hier gelandet, die waren immer noch in Heiligenberg. Aber wir gehen davon aus, dass sie öfter da waren. Und dass sie dann ihre Leute brauchten, um die Felder, um die Landwirtschaft, den Haushalt und so weiter zu versorgen. Und dass dann das Städtli auch wuchs. Und ich gehe auch davon aus, dass tatsächlich es so schnell wuchs, oder nein, andersrum, weil es so katastrophal über und untereinander gebaut wurde und auch gefährlich über und untereinander, dass das Hinterstädtchen noch gar nicht bestand. Sondern da, wo dann Platz ganz eng wird, dass kaum noch ein Ochsenkarren durchkommt, wird vermutlich Ende gewesen sein für eine Zeit lang. Wahrscheinlich war da wirklich Schicht. Das heißt, sie haben also jetzt ihren Turm, sie haben vorgebaut, sie mussten wieder abbrechen, das sieht man unten im Keller, wenn sie hinterher noch Zeit haben. Dann haben sie noch ein drittes Geschoss oben drauf gesetzt, mittlerweile sind sie das nicht mehr, sondern sind schon die Enkel. Und das heißt, hinten auf der Parzelle wächst etwas unheimlich empor und da eigentlich weniger. Diesen Charakter von Vorder- und Hinterhaus haben wir manchmal im Städtli. Das ist auch in 5, da hieß es auch 5 und 6 hintereinander gestaffelt. Aber eigentlich war es nur eine Nummer, eben vorne und hinten und in der Mitte die Küche. Oder sagen wir eine Küche falsch, also Rauch, Wärme, Hitze, all das. Ob die 2 Dächer hatten, kann ich gar nicht sagen. Das, was wir jetzt sehen, ist dann die typische Bohlenständerbauweise, die im Gedränge des 15. Jahrhunderts entstand, als es wirklich aus allen Nähten platzte. Gerade Sie, wo wir oben stehen, Sie sehen noch schön den Bohlenständerbau, die gewölbten Stuben. Das ist jetzt 1433, das ist Ballungszeit im Städtchen. Und die Leute hier konnten sich leisten, 2, 3 schöne, wirklich gewölbte Stuben zu bauen. Und auch im Ranking des 19. Jahrhunderts war dieses Haus noch viel wert. Warum? Es ist toll gebaut, eine super Geschichte und es ist time over. Aber unter ein Dach kam es erst 1615 und das ist sozusagen die Baugestalt, die wir heute haben. Das heißt, Sie sind ein bisschen eingetaucht in die Unbilden des Mittelalters, wissen, wie so ein Bau sich zu allen Seiten verändert. Ob Sie es selber auch so gemacht hätten, steht in den Sternen wahrscheinlich nicht. Aber das wird vorgegeben sein von den Leuten oben auf dem Schloss. Also, was ich sage, Ehrfurcht. Ehrfurcht vor der Geschichte, Ehrfurcht vor den Katastrophen, Ehrfurcht vor den Menschen, die dies alles überlebt haben, oder? Diese Klimakatastrophen gab es auch schon vor 500 Jahren, Erdbeben noch und nöcher, Überschwemmung, Trockenheit und so weiter und so fort, Brände möglicherweise. Und das alles steht nach wie vor. Es brauchte nichts, um verbessert zu werden. Es ist perfekt.